Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich kann jetzt nur ein halbes Herz zeigen, aber ich meine es natürlich von ganzem Herzen. Ich möchte euch heute mal meinen kreativen Arbeitsbereich zeigen, wenn ich gerade in einem total kreativen Prozess bin. Weil ich habe heute im Video nämlich einen Tipp für euch, wenn es euch auch so geht, dass es manchmal wirklich so chaotisch bei euch ausschaut, wie bei mir, wie man das vermeiden kann. Ja, so sieht da aus, der ganze Arbeitsbereich im Moment. Und jetzt geht's gleich mit einer Aufräumaktion weiter sozusagen. Ich mach's nochmal gescheit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt. Und so sieht's manchmal bei mir wirklich aus, wenn ich ganz kreativ bin und eine neue Karte entwickle. Das heißt, ich habe jetzt gerade eine neue Karte gebastelt. Ich werde euch ja natürlich auch zeigen, wie man die bastelt. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Aber um das geht es halt eigentlich gar nicht. Das ist meine Karte. Die hat hier so einen Einstecker. Dann kommt hier noch ein Einstecker rein. Und auf der Rückseite hat sie auch nochmal eine Einsteckkarte. Also wenn man wirklich viel Text unterbringen will, dann ist das eine total super coole Einladungskarte. Und ihr seht, es geht ums Basteln. Es ist wirklich ein ganz kreatives, kreative Karte. Und so sieht es eben auch auf meinem ganzen Tisch aus. Total kreativ und unordentlich. Also es ist so, ich habe eine Idee in meinem Kopf und möchte dazu eine Karte basteln. Und oft ist es so, dass die Karte erstmal noch nicht so funktioniert, wie ich sie mich vorstelle. Oder mir gefallen die Farben nicht, wie hier zum Beispiel. Das finde ich viel zu grell, aber da habe ich ausprobiert, wie es ausschauen würde, wenn man das so macht. Also die erste Idee, ich wusste, mit welchem Stempelset ich arbeiten möchte, mit Kreativität verbindet. Und ja, dann dauert es ein bisschen, bis dieser Prozess eben sich so weit entwickelt, bis ich zufrieden bin mit der Karte. Also versuche ich zuerst mal die Farben auszusuchen und dann mit welchen Materialien ich arbeiten will. Dann habe ich zum Beispiel entweder Designerpapier oder ich mache das Designerpapier selber wie hier, weil ich mit diesem Stempelset einfach unheimlich viel anfangen kann, weil ich damit selber Papier machen kann und weil mir so die paar Farben oft besser gefallen wie auf einem Designerpapier. Und so ist es ein total kreativer Prozess und währenddessen häuft sich bei mir ja wirklich das Chaos an. Und dann fange ich an und mache das so und dann schneide ich Papier zu. Dann fange ich an mit Stempeln. Ich habe jetzt die Stempel schon mal geputzt, aber normalerweise ist dann noch überall Stempelfarbe drauf und wenn ich dann mit dem Papier da hinkomme, dann habe ich wieder irgendwo Farbabdrücke und so. Also es ist echt ein ziemliches Chaos. Und dann suche ich wieder irgendwie ein Stanzteil oder ich suche, was ich schon ausgestanzt habe oder ganz schlimm, ganz oft suche ich meine Kleber oder auch eine Stanze, wo sie direkt vor mir liegt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute einen Tipp, der total einfach ist, aber der mir und euch vielleicht auch helfen kann, einfach Ordnung zu halten während des Prozesses. Und darum geht es heute in diesem Video. Und ich hoffe, das hilft euch auch. Ich hoffe, es geht nicht nur mir so, dass es auf dem Tisch so ausschaut. Okay, also ich fange jetzt mal an, hier kurz ein bisschen aufzuräumen und dann versuche ich während dem Basteln diese Ordnung auch aufrechtzuerhalten. Ich habe mir gedacht, als erstes sortiere ich alle meine Klebemittel, die ich benutze, zusammen. Ich habe hier Dimensionals, Mini-Klebepunkte und Flüssigkleber und die Kleber kommen alle auf meine rechte untere Seite hier hin. Dann meine ganzen Stempel, die ich hier habe. Ich benutze in dieser Karte wirklich alles aus dem Stempelset fast, was ich gefunden habe, die lege ich mir alle nach oben. Ganz am Anfang, bevor ich anfange mit dem Ganzen, ist es eigentlich unheimlich wichtig, den Arbeitsplatz so weit ordentlich zu haben, dass ich genug Arbeitsfläche habe. Ihr habt gesehen, auf meiner linken Seite hier oben ist noch einiges an Produkten, die ich noch bearbeiten will, neue Sachen. Die liegen im Moment gerade auf meinem Arbeitsplatz, weil ich einfach noch meine Magnetfolien in den Hintergrund machen will von meinen Stanzformen und weil ich auch meine Prägeplatten noch beschriften möchte. Also das liegt alles noch hier, weil ich das eben noch abarbeiten will, aber ich hatte noch keine Zeit vorher und das muss eigentlich alles mal wirklich auf die Seite, damit man hier genügend Platz hat. Genauso ist es auch auf der rechten Seite von mir, ist ja die Big Shot, wie ihr gerade gesehen habt und das ist auch noch ein ganzes Materialpaket mit neuen Stanzen, die ich noch beschriften möchte, bevor ich sie verräume. Oder mit einem neuen Videoprojekt. Das liegt auch noch alles rechts und dann habe ich hier noch eine angefangene Karte. Also das gehört eigentlich alles gar nicht dahin. Hier oben ist ein Projekt von einem Mini-Album. Da habe ich einfach Karten probiert
und das gehört alles gar nicht dahin. Das heißt, bevor ich eigentlich anfange mit meinem Kreativsein für meine neue Karte, gehört eigentlich alles weg, was eigentlich da gar nicht dazu gehört. Das ist schon mal der erste Schritt. Dann eben, wie gesagt, ich versuche jetzt meine Kleber links unten zu haben, meine Stempel oben. Meine Stempelfarbe, wenn ich sie nicht brauche, mache ich sie zu, das ist ganz wichtig, und lasse sie aber noch da liegen, weil ich sie ja vielleicht nachher noch brauche. Wenn ich sie wirklich fertig habe, wenn ich nur eine Karte machen muss, so wie jetzt hier, dann kann ich sie zumachen und gleich in mein Stempelregal räumen. Dann ist es schon mal weg. Wenn ich sie noch brauche, lieber zumachen, weil wenn sie offen rumliegen, dann habe ich gleich wieder ein Papier drinnen und dann ist es genauso, wie ich es nicht haben möchte. Meine Stanze kann ich auch gleich in mein Stanzregal zurückmachen, weil da komme ich sofort hin. Wenn ich das jetzt nicht mache, kann ich sie auch auf eine Seite hinlegen, aber immer an einem Bereich. Das heißt, Kleber links unten, meine Stempelmotive oben, meine Farbe links oben, meine Stanzen rechts oben. Sowas wie zum Beispiel den Garn, den habe ich ja direkt über mir am Arbeitsbereich stehen, oder auch meine Schere, die kann ich sofort wieder zurückräumen dahin, wo sie hingehört. Meine Blends habe ich auch direkt hier über mir ein Regal, ein neues. Das zeige ich euch mal schnell. Das ist das neue von Stampin' Up, dieses Regal, da sind meine ganzen Blends drin und das steht auch direkt oberhalb von mir. Das heißt, warum kann ich da keine Ordnung halten? Das kann ich einfach da reintun, dann ist es aufgeräumt. Kleber, Snail, wieder nach links unten. Ich habe mal ein Problem mit links und rechts, deswegen brauche ich das immer. Papierreste, das ist auch so eine Sache. Also Papierreste habe ich andauernd, die liegen dann total verteilt überall. Warum tue ich mir die nicht gleich zurück in meine Hülle? Ich habe ja extra diese Hülle für die Papieraufbewahrung. Da kann ich ja gleich meinen Papierrest einfach wieder zurücktun. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mein Papier aufbewahre, dann schaut doch einfach mal hier rechts oben unter das weiße I. Da blende ich euch das ein, wie ich das mache. Also kann ich das gleich zurücktun. Und dann lege ich es mir halt auf meinen Rollcontainer drauf aber und sortiere es mir am Ende vom Basteln ein. Aber es liegt hier nicht mehr alles so verteilt rum. Als nächstes liegen hier Stanzformen rum. Gerade bei Stanzformen ist es ja so, dass ich wirklich penibel darauf achte, dass ich die nicht verliere, weil man die manchmal einfach nur einmal im Set hat und wenn es dann weg ist, dann ist es wirklich schade drum. Und deswegen, ich habe hier wirklich so tolle Magnetplatten auf meine Stanzunterlagen gemacht, da kann ich einfach meine Magnete, meine Stanzformen einfach wieder auf die Magnetplatte zurücklegen und dann verliere ich nichts. Ich habe mir ja immer hingeschrieben, wie viele in dem Set drin sind, kann nochmal nachzählen, bevor ich es dann am Ende verräume, aber zwischendrin kann ich es ja einfach wieder darauf zurücklegen. Und ja, mir das einfach irgendwo hinlegen, wo ich nicht die ganze Zeit die Formen da so zwischendrin hin und her schiebe. Das ist eigentlich ein Quatsch. Das möchte ich nicht mehr machen. Eine Klebeunterlage benutze ich immer wieder mal zwischendurch. Aber wenn ich damit fertig bin, dann kann ich sie gleich in meine Schublade verräumen. Dann ist sie weg und dann stört es mich nicht mehr. Weil wenn ich dann was stempel und unten drin liegt vielleicht noch die Klebematte unter meinem Papier und dann stempel ich da drauf und dann habe ich einen komischen Abdruck, weil da noch was drunter liegt. Also weg damit, wenn man es nicht mehr braucht für dieses Bastelprojekt. Müllreste. Mein Mülleimer steht hier gleich rechts. Schwupps, weg damit. Stört mich nicht mehr. Stanzteile, die ich für das Projekt vielleicht brauche, aber mir jetzt schon mal ausgestanzt habe, kann ich mir einfach ein kleines Schüsselchen herlegen und alle Stanzteile, die ich so während des ganzen Projekts ausgestanzt habe und vielleicht gar nicht brauche oder mir zum Vergleich ausgestanzt habe oder probiert habe, welche Stanzform ich verwenden möchte, einfach in ein kleines Schüsselchen und auch an einem Bereich stellen, dass es einfach übersichtlicher wird und dass auf meinem Platz immer weniger ist. Stempelunterlage, das heißt, ich habe was gestempelt und wollte das, habe es über den Rand gestempelt, wie bei dieser Karte, zum Beispiel hier im Hintergrund, habe ich mir das so hingelegt und dann da gestempelt. Bin ich fertig mit Stempeln, kann ich sie gleich wieder unter meine Mappe hier unten drunter reinlegen und dann ist sie weg. Papierreste haben wir schon gesagt, kommen gleich zurück in die Hülle. Und Notizzettel, die müssen ja auch nicht direkt auf meinem Platz liegen, wo ich bastel. Die können ja auch irgendwo an der Seite oben hingehängt werden, auf meinem oberen Bereich oder so. Und jetzt habe ich wirklich wieder viel Platz und kann hier ganz in Ruhe basteln. Ich werde mir jetzt die Kleber noch ein bisschen weiter nach unten schieben. Ich glaube, ihr seht sie trotzdem noch in der Kamera. Ich habe extra so eine ganz weite Kameraansicht gewählt, dass ihr seht, wo ich das alles hinschiebe. Aber jetzt habe ich hier in der Mitte genug Platz, um zu basteln. Seht ihr, die Schere liegt schon wieder woanders. Die muss gleich wieder zurück an ihren Platz. Und ich zeige euch jetzt meinen Arbeitsbereich nochmal ganz kurz, so wie ich ihn jetzt habe, ordentlich.
Und gebe euch als Empfehlung, ermahnt euch da immer wieder. Es geht nicht von jetzt auf gleich, dass ihr das jedes Mal so macht, dass ihr jedes Mal die Klebemittel hier unten nach links legt. Oder wenn ihr sagt, ihr möchtet die lieber oben rechts haben, dann legt ihr sie lieber oben rechts hin. Aber ermahnt euch während des Bastelns immer wieder daran, dass ihr das so machen wollt, damit ihr dann während des Bastelns nicht mehr so viel suchen müsst. Und gebt euch da aber einfach auch ein bisschen Zeit. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Man muss da immer wieder dran denken und sagen, ah, halt, ich will Gleichordnung halten. Und auch wenn ich schon beim nächsten Schritt bin, gedanklich beim nächsten Bastelschritt, macht es erstmal kurz zurück. Das dauert einfach gar nicht lang, aber es ist einfach weg und du hast mehr Platz und es ist wieder ordentlich. Und ich finde, da könnte man sich Zeit sparen, wenn man die ganze Zeit was sucht. Wie oft ich meinen Kleber suche, ich kann es euch gar nicht sagen, weil er wieder irgendwo unten drin liegt. Und so ist es einfach viel besser, übersichtlicher und ich habe endlich wieder Platz zum Basteln. Okay, also ich werde jetzt diesen Tipp anwenden. Wenn es gut klappt, kriegt ihr von mir dieses Video hochgeladen. Wenn nicht, lasse ich es weg. Genau, so können wir es machen. Also, wenn ich dieses Video hochlade, denn ich habe das ja jetzt aufgenommen und es dauert, bis das zu euch dann kommt, dann hat sich dieser Tipp wirklich rentiert und wenn nicht, dann lade ich es erst gar nicht hoch. Also, ich nehme jetzt dieses Video heute hier für euch auf, teste das jetzt die nächste Zeit und wenn es gut ist, dann kriegt ihr das Video zu sehen und wenn nicht, dann kommt es erst gar nicht, okay? Und somit sage ich, ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal kurz mein aufgeräumtes Bastelbereichlein. Also es ist ja jetzt nicht perfekt aufgeräumt, weil ich während des Videos das gemacht habe, aber so, dass ich wirklich meine Arbeitsfläche wieder frei habe. Und genau, also das zeige ich euch noch schnell und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es war nicht ein zu chaotisches Video. Es ist jetzt wirklich aus dem Prozess raus entstanden und einfach als Tipp und als Idee und als Versuch, probiert es mal aus. Es ist vielleicht viel einfacher, so seine Ordnung zu wahren und nicht dieses große Chaos auf dem Tisch zu haben. Und danach muss man ja alles aufräumen und so hat man schon einen Teil erledigt, kann sich nur um die Reste kümmern und dann ist es picobello. Also, viel Spaß beim Nachprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So ihr Lieben, und jetzt seht ihr, wie es jetzt bei mir ausschaut. Also einmal mein Arbeitsbereich. Ich habe mir links unten die Kleber hingelegt. Hier oben ist noch das Stempelset, mit dem ich arbeite. Die Stempel übereinander. Die Stempel aufgezogen, die brauche ich ja vielleicht noch, wenn ich jetzt nochmal die Karte nachbastel. Meine Stanzen sind an einem Ort, könnte ich aber theoretisch auch gleich in mein Stanzregal reinbauen, hier. Genauso wie die Stempel könnte ich auch gleich in mein Stempel, also die Stempelkissen könnte ich gleich in mein Stempelregal zurücknehmen, wenn ich fertig bin, beziehungsweise wenn ich die Farbe, dann habe ich es auch hier ordentlich. Ich muss aber sagen, ich lasse meistens auf dem Tisch liegen, weil wenn ich nochmal was stempel in der Farbe, gerade im Entstehungsprozess, weiß man ja noch nicht, ob man nochmal irgendwie was drauf stempeln möchte am Ende und deswegen lasse ich die am Arbeitsplatz. Aber theoretisch könnte ich sie gleich zurückstellen. Hier habe ich meine Big Shot jetzt rübergestellt, die war ja vorher hier gestanden. Ihr seht, mein Videoprojekt liegt jetzt auch weg von meinem Arbeitsbereich, also ein bisschen auf der Seite. Dann habe ich meine ganzen Stanzformen hier offen liegen lassen, das heißt, ich kann die gleich nach dem Stanzen wieder zurücknehmen. Meine Prägeform liegt jetzt auch daneben. Ganz wichtig, stellt euch was zum Trinken hin so, dass ihr es seht, dass ihr es auch macht, dass ihr mal zwischendrin was trinkt, aber so, dass es nicht unbedingt umfallen kann, nicht, dass es über euer Projekt läuft. Mein Papierschneider habe ich aufgeräumt in mein Regal zurück, da wo er hingehört. Mein Mülleimer steht da, da schmeiße ich gleich meinen ganzen Müll rein. Meine Stanze, wie gesagt. Mein Sortiment für Scheren und alles, was man eben gleich wieder zurückräumen kann. Hier unten ist der Bereich mit diesem ausgestanzten Kästchen, das könnte ich mir auch gleich hier rüberlegen. Alles, was ich so ausgestanzt habe, dass das da drin liegt, wenn ich es dann nicht brauche auf der Karte, dass ich es dann nicht irgendwo auf dem Tisch verteilt habe. Mein Garn habe ich wieder nach oben zurückgestellt. Hier seht ihr mal nochmal das Regal für die Blends. Da habe ich die Blends zurückgestellt. Mein Kleber mit meinen Maßen habe ich mir hier oben hingeklebt. Ja, und so sieht mein Arbeitsbereich schon wieder viel ordentlicher aus. Hier hinten seht ihr noch die anderen Videobereiche, die anderen Videoprojekte, die auch noch abgedreht werden müssen. Hier meine ganzen neuen Sachen, die ich beschrifte, sortiere, ordne und mit denen ich bastel. Und hier zu guter Letzt mein Papier auf meinem Rollcontainer. Wie gesagt, da könnt ihr gucken, wie ich das Papier aufbewahre. Da habe ich einfach meine Farben, die ich jetzt für dieses Projekt benötigt habe, oben drauf gelegt mit meinen Hüllen und kann dann meine ganzen Wäschpapiere hier wieder reinlegen.
Und wenn ich dann fertig bin mit Basteln, dann kann ich sie zurücksortieren in die jeweiligen Fächer. Okay, ihr Lieben, also, ich hoffe, das funktioniert. Ich werde es mir, wie gesagt, zu Herzen nehmen und ich hoffe, es hilft euch auch beim ordentlichen Basteln an einem freien, übersichtlichen, wunderschönen Arbeitsplatz, trotz großer Kreativität im Kopf, großem Kreativitätschaos im Kopf sozusagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich's nochmal. Ich habe jetzt festgestellt, dass diese Ordnung für mich beim Stempeln perfekt ist. Links oben Kleber, über mir die Stempelfarben, rechts von mir die ganzen Stempel, die Stanze rechts, ausgestanzte Stanzteile und Big Shot Arbeitsbereich bleibt so. Aber beim Stempeln finde ich das super, dann habe ich oben liegen, was ich stempeln will, hier meine ganzen Stempel. Und wenn ich fertig bin mit Stempeln, dann räume ich meine Stempel auch gleich wieder zurück. Das ist meine neue Ordnung und ich hoffe, ich kann mich dran halten. Viel Spaß beim Ausprobieren für euch. Tschüss!